Vorwärts! Ja, vorwärts! Ich bin ne geile Sau, weiß Bescheid. Nee, ist klar. Falscher Weg übrigens. Ja, das ist also Sirian, der letzte Titan. Der Titan der Menschen. Ein einfacher Ritter oder Paladin im Großformat. Achtung! Schneller Marsch! Im Laufschritt, Marsch! Hütet euch! Ja. Schön. Der Absolution entgeht. Also ihr habt jetzt definitiv alle Titanen zu sehen bekommen von mir. Von Lord Bane bis zu Sirian sind alle dabei. Ich habe keinen ausgelassen. Der hat sich da festgebackt. Okay, deswegen kommt er da nicht weg. Er hat sich einfach festgebackt. Auch passiert, ne? Gerechtigkeit ist gekommen. Naja, ne? Nee, das übertreibt man nicht. Oh, ich fühle mich so klein als Held. Gegen die Titanen. Ich bringe Macht. Das Dunkel. Du wartest noch. Ich will erst wissen, was in dem Mausoleum drin ist. So lange können wir auch noch warten. Danach kannst du gerne die Mission beenden. Wir werden sowieso noch eine Mission beginnen, wenn die Falsi-Session. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Meine Füße sind warm, mein Kopf ist so kalt. Ich bewege mich nie, denn ich bin schon so alt. Der Berg ist richtig. Der Zwerg kichert und gibt ihm 400 Goldstücke. Sehr schön. Haben wir noch ein Rätsel gelöst, Sirian? Mach ihn platt. Verbrenn ihn! Mit deiner flammenden Klinge! Ernsthaft? Er kommt nicht ran! Das ist doch nicht wahr! Spürt meine Rache! Spürt meine Absolution! Absolution! Du kommst echt nicht ran? Och, Sirian! Ich werde mich an Seelen und der Dunkelheit laben. Super, dafür habe ich ihn jetzt rekrutiert. Damit ich feststellen muss, dass ich ihn gar nicht benutzen kann. Geil! Super! Das Dunkel wird fallen. Wahnsinn, du! Ich bin begeistert! Ich bringe Schmerzen. Die Gerechtigkeit ist gekommen. Geil! Ist das geil, Leute! Untergang. Das Licht ja. Absolution. Er kann nicht angreifen. Was ist denn das? Scheiße. Leute. Das ist unglaublich. Okay. Magier, Bogenschützen, ihr seid meine letzte Hoffnung. Aber wollt ihr mich verarschen? Die Gerechtigkeit. Jetzt kann er sie. Das Spiel will mich trollen, glaube ich. Das Spiel trollt mich. Das Spiel sagt sich, ich mach, was ich will. Ich troll dich einfach. Ob du willst oder nicht. Die Gerechtigkeit ist gekommen. Sirian folgt ihn einfach. Gut, dann werden wir ja doch noch ein bisschen Sirian-Action zu sehen bekommen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass nichts daraus wird. Weil er da sich die ganze Zeit festgebackt hat, aber plötzlich ist er einfach mal frei. Erfahren wir ja vielleicht noch, was für eine Fraktion er ist. Natürlich Dämonen. Okay, alles klar. Sirian, tu, was ein Sirian tut. Platt machen. Du kleiner Schurke, du. Ja, das war's. Super. Klasse. Diese Welt ist verdammt. Oder auch nicht. Keine Siegeshymne. Habe ich was verpasst? Euer Schicksal ist besiegt. Der muss doch besiegt sein. Kann doch nicht sein, dass er nicht besiegt ist. Hallo? Ja, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Na, das meine ich ja wohl. Er hat aufgegeben vor allen Dingen. Hat er noch irgendwo Einheiten gehabt oder was? Das war's auf jeden Fall. Ja, auch diese Karte haben wir gesichert. Ja, Wolski. Danke, Sirian. Danke dafür. Ihr seid Sieger. Ja, also ihr habt jetzt alle Titanen zu Gesicht bekommen. Ist das schön. Wunderbar. So viel dazu.
5 Ausbildung, 3 Handel, 1 Moral. Nein, wollen wir nicht. Gut, die Insel haben wir also gesichert. Und ich glaube, wir können jetzt wirklich fast alle Gebiete... Ja, das Gebiet können wir nicht angreifen, das auch nicht. Aber ansonsten können wir alle Gebiete angreifen. Ich würde aber erstmal dahin gehen. Was bringt uns das eigentlich? Ghulband, durchstreifen das Land Kulistan bei Nacht. Bett? Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber egal. Och Mensch, ich würde so gerne mit den... Ja, die Dämonen sind jetzt auch aufgemäßigt. Natürlich, die Dunkelzwerge auch. Die Feen sind auf gering. Und die Untoten nicht, oder was? Okay, dann treten wir sonst nochmal mit den Untoten an. Habe ich auch kein Problem mit. Gemäßigt. Wieso ist das gemäßigt? Setzt zusätzliche Einheit frei. Es gibt doch noch eine vierte Einheit. Hillebardenträger, okay. Interessant. Spannend, spannend. Aber wir greifen hier erstmal an als Untote. Seit langer Zeit mal wieder. Weiter. Entschuldigung. So, wir nehmen die beiden Hexer mit. Ein Zombie. Beziehungsweise den Zombie kann ich mir eigentlich auch verkneifen. Den Runenträger, den hatten wir schon lange nicht mehr. Den nehme ich mal wieder mit. So wie unseren Basilisken. Den Dämonenbeschwörer lasse ich mal zu Hause ausnahmsweise. Eigentlich wollte ich nicht das Dämonentor anwenden, aber okay. Was ist das denn für eine Karte? Irgendwie... Für den Blutgott. Es soll geschehen. Hatte ich mir was anderes erhofft. Ich bringe Wissen. Was ist das denn für eine Karte? Vor allem, wir werden gleich erstmal angegriffen. Ja, komm nur her. Komm nur her. Mein Basilisk freut sich schon auf dich. Dankeschön. Kriegen wir schon mal schön Steine. So kann man sich auch seine Steine ergaunen. Ne? Ach, guck mal, hier haben wir auch gleich einen Schrein. Ich muss echt mal Items aussortieren. Komm, wir sortieren mal Items aus. Das raus. Das raus. Das raus. So. Die Vampirstandarte ist das Einzige, was ich behalte. Und nicht, weil es ein legendärer Gegenstand ist, sondern einfach, weil ich den Namen mag. Hört sich bekloppt an, ist es eigentlich auch, aber egal. Truppen werden angegriffen. Das ist nur mein Basilisk. Der hat ein bisschen Spaß. Lass ihn das doch, Mensch. Außerdem bringt er gute Steine ein. Ich rufe Kurun, die Rune der Macht. Bereit. Ein Zombie mit 40 Erfahrungspunkten. Geil. Und da hinten ist übrigens auch noch eine Truhe. Die werde ich mir gleich mal angucken. Karlgott lebt. Reiset den Blutgott. Ab in die Mine. Begräbnis und den nächsten Friedhof gleich daneben. So, und hier geht man nachher oben. Ich will wissen, was da in der Truhe ist. Mhm. Guck mal, was in der Truhe drin ist. Schrott, dachte ich mir. Es hätte mich auch gewundert, wenn da was anderes drin gewesen wäre. Ah, dass die Minen so weit weg sind, ey. Das ist ja richtig scheiße. Und wir haben auch keine Türme, ne? Scheiße. Nicht mal Türme haben wir. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. So. 8 Zombies gehen da rein. So, und dann brauchen wir weitere 8 Zombies. Die gehen dann in die Mine rein. Erobern. Das ist ja ein Ding. Das ist eine richtig komische Karte, muss ich sagen. Die ist richtig komisch irgendwie. Ich lach dann später. Ha, 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 ha. Ja. Entschuldigung. Komm, dann machen wir einmal 2 Zombies. Beziehungsweise... Nö. So, ist schon richtig so. Sehr schön. Die Umwandlung dürfte vollendet sein. Jawohl. D.
dem Monitor. Sehr gut. Da greift er einfach das Schaf an. Schäm dich, Zombie. Greift er einfach das Schaf an. Das arme Schäfchen. Ja, nein. Oh Mann. Widerspricht er sich auch noch selber. Fest von Garo, Todesstunde, Stufe 2. Und ich habe keine Kristalle mehr. Super. Läuft. Ach ja. Gemetzel. Alles wird verdorben. Weitergang, Folter. Untergang, Gemetzel. Untergang. Aha, ein zerstörtes Gebäude. Sehen wir schon mal. Das soll aber. Entweder ist das eine Kirche oder eine Bibliothek. Ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal eine Kirche. Vermute ich einfach mal. Ich weiß es nicht. Ein alter Feendrache schwebt im Schrein, verspricht ihn, sich ihm anzuschließen, wenn sie ihm 500 Kristalle für seinen Schatz bringen. Ja, ich habe aber keine Kristalle. Ein paar Untote zum Auspeitschen. Ich bringe Macht. Und die Kristalle nehme ich dankend an. Die gehen ja in den Steinbruch, ne? Genau. So, und die gehen da rein. Genau, du hast die Lore geplündert. Sehr schön. So, und du baust bitte mal einen weiteren Grabstein. So, Todesturm ist auf Stufe 2 unterwegs. Das ist gut. Also, er ist auf dem Weg dahin. So, peitsch du bitte nochmal das Gespenst hier aus. So, wunderbar. Untergang. Untergang, Gemetzel. Sehr, sehr schön. In alle Ewigkeit. Ja, Untergang. Genau. Ihr habt geläutet. Seht! Ja, ich könnte theoretisch das Erdelement rufen, aber nö. Ewigkeit. Bereit. Ja, nö. Warmes Fleisch. Ah! Neue Gebäude. Hat er das Schaf einfach gekillt, du? Zombie, unglaublich. Und er hat nicht mal Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Bau mal bitte ein Hügelgrab. Und die Gruftwache kommt auch gleich dazu. Hau da einfach das Schaf um. Unfassbar. Den Monitor. Hä? Ach da. Warum zeigt die dann auf meine Basis? Da war doch nichts. Ich hab doch nichts gemacht. Ich war nicht böse, ich war brav. So, du baust jetzt das Hügelgrab nochmal. Danke. Zombie. Wie viele sind drin? 6. Okay, dann ist das jetzt der 8. Und die Kristallkaverne kriegt auch nochmal ein paar Zombies. So. Ich bringe Leiche, Metzel. Weiter, meine Dämonen. Ein Feind wurde bezwungen. Der Grüne hat aufgegeben, okay. Schmerz. Ich bringe Leiche. Der wurde anscheinend platt gemacht. Untergang. Was auch immer er war, er ist Untergang. Weg. Wir werden ihn niemals vergessen. Wer war das nochmal? Blau, okay. Untergang. Ein Dämonentempel, okay. Und Gespenster. Dass der lila eine Untot ist, brauche ich glaube ich hier nichts zu sagen, oder? Entweder das oder er hat einen Nekromanten. Eins von beiden, könnt ihr euch aussuchen. Und ich vermute mal, dass die Spieler alle in der Ecke sitzen. Also ich oben rechts, er unten und die anderen dann in den anderen Ecken. Halt. Ich bringe Schmerz. Da ist die Truhe mit von dem Helden, okay. Folter. Alles und blau ist ein Zwerg. Schon wieder Zwerge. Die hatten wir doch schon. Ich bringe Flieh von diesem Ort. Wir hatten doch erst mit den Zwergen zu tun. Ja, schon wieder Zwerge. Mann. Todesturm der Stufe 3 kann ich mir noch nicht leisten. Schade. Folter. Ja, natürlich. Ich bringe Schmerz. Sehr schön. Es erwärmt immer mein Herz, wenn ich sehe, wenn eine Balliste zerstört wird. Untergang. Da ist doch seine Basis. Alles wird mit einer brennenden Zitadelle.
Die steht irgendwie so mittendrin. Kann das sein? Oder macht das nur den Feinden den Eindruck? Kann auch sein, dass ich mich irre. Dann korrigiert mich bitte. Dämonentor. Natürlich klappt es nicht. War ja klar. Da ist der blaue Held wahrscheinlich umgefallen, ja? Das war die Zitadelle. Da ist noch was im Gange. Randa. Ran an den Feind. Auspeitschen die Sau. Genau so. Ein Feind wurde bezwungen. Was? Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Aber nee, er hat noch mehr. Wie man sieht. Ich bin der Herr des Todes. Was für Glück auch. Ich hatte schon Angst. So, dann bauen wir erstmal 8 Skelette. Ich finde das so ein bisschen komisch, dass ich hier keine Türme habe. Das irritiert mich voll. Der Lars braucht seine Türme. Ohne Türme geht's nicht hier. So, den erstmal auspeitschen, die alte Sau. Den auspeitschen. Dann wird der erstmal ausgepeitscht. Was ist da drin? Schrott. Verstehe. Deswegen ist er auch vermutlich auch umgefallen, weil er Schrott an Bord hatte. Alle 3 Minen bitte, ja? Danke. Ja, die Dämonen sind echt overpowered, muss man sagen. Kämpfer, okay. 71 Schaden, ey. Alter, die machen einen Schaden. Das ist ein Traum. Das ist irre, echt. Ja, natürlich haut er mir meine Dämonen weg. Ist ja klar. Natürlich. Sowas nervt mich schon wieder. Mann. Sowas ist doch kacke. So, Todesturm der Stufe 3. Sehr schön. Können wir jetzt schon mal ein Altar der Schatten bauen. Das ist schon mal gut. Und dann schließt er sich wieder ein. Dann kriege ich die Krise. Wir brauchen mal einen Friedhof hier. Meister. Ich habe keine Schattenmühle. Oh, ich vergesse sie immer. Ich vergesse sie immer. Diese scheiß Schattenmühle. Ich vergesse sie so oft. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Champion beschwören Lich. Lauf mir einfach mal hinterher. Ja. Ist aber dennoch interessant, dass er hier mit Dings rumläuft. Dass er irgendwie seine Zitadelle mitten auf der Karte baut. Sag ich mal so. Ein kleiner Steinbruch, okay. So, du bist mein zweiter Arbeitszombie. Ups. Einmal Mana Regeneration. Und den Käfig. Ja. Oh Mann. So, dann bauen wir nochmal eine zweite Reihe Skelette. Und ich sollte unbedingt gleich mal erstmal eine Dings bauen. Eine Schattenmühle. Die ich so gerne vergesse. Dort hinten. Ja, ja. Ich würde ja gerne nochmal für die Dunkelelfen spielen, ne? Aber wenn die auf gemäßigt sind, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht so recht. So, machen wir gleich erstmal Waffenspiel. Finde ich übrigens auch interessant. Du baust ein Gebäude und dann wird dir das einfach schon mal abgezogen. Ist auch interessant. So, und dann Sklavenhorde. Wird dir auch gleich abgezogen. Obwohl das noch gar nicht fertig ist, aber egal. Können wir ja schon mal abziehen, ne? Todesturm muss ich noch warten, bis ich den verbessern kann. Klar. Der Schrein hat gerade keine Quest da. Ja, dass der Blaue so nah ist, das gefällt mir nicht. Früher oder später wird sich sowieso ein Kampf nicht vermeiden lassen. Das ist ja klar. Wir wissen ja alle, wie geil die KI auf dem Kampf ist. Vor allem, wenn sie einen Kämpfer als Helden hat.
Ne? Und wie schnell er sich dann verpieselt, wenn es mal eng wird. Das kennen wir ja auch schon. Champion beschwören dich. So. Dann geht ihr mal dort in Position, denn dort werde ich beginnen, einen Turmgürtel zu bauen. Ja, das dachte ich mir, dass er das machen wird. Ja, ja. Schwing dein Banner, solange du noch kannst. Du wirst dich noch wundern, Zwerg. Ich muss mich noch für meinen alten Whisper dir bedanken, dass du ihn mir einfach so weggekloppt hast. Mit einem Schlag. Mit einem Erdelement. Das habe ich dir nicht vergessen. So ist das. Sowas vergesse ich nicht. Forschung abgeschlossen. So, dann bauen wir erstmal zwei Türme. Haben wir gar kein Geld mehr. Wo ich ja eigentlich den Todesturm der Stufe 4 erstmal holen wollte, aber ist ja egal. Kann man ja auch mal machen, ne? So, erstmal meine Regeneration der Stufe 2. Dann rekrutieren wir nochmal 8 Skelette, die bleiben dann aber hier. Momentan sehe ich nur den Blauen irgendwie rumlaufen. Und niemanden anderes. Ich bringe Macht. Nun, natürlich baut er auch gleich einen Turm. Ist ja klar. Preiset Kargott, den Zerstörer der Welten. Vielleicht kannst du ja doch noch einen Nutzen bringen, Erdelement. Auch wenn ich das bezweifle, aber man kann es ja mal probieren, ne? Kümmere dich erstmal um den Spinner da. Genau so. Und natürlich ist er voll, ey. Ist klar. Nee, das ist blöd. Ich glaube, ich habe die falsche Fraktion dafür gewählt. Pass mal auf, wir machen mal was anderes. Das machen wir mal anders.